Mein Name ist Bettina Hennecke. Ich bin 32 Jahre alt und Bauleiterin auf der Baustelle Leverkusener Rheinbrücke. Ich bin Paul Stern und habe hier die Leverkusener Rheinbrücke in den 60er Jahren mitgebaut. Paul ist 95 Jahre und mein Großonkel. Und ich war damals 38, war gerade frisch verheiratet, ja. Heute zeige ich Paul, wie wir die neue Rheinbrücke bauen und wie ich die Familientradition fortführe. Auf der linken Seite jetzt, das ist die Vorlandbrücke, die ich dir eben gezeigt habe, ja, auf dem Plan. Ja. Das sind insgesamt 380 Meter ungefähr, eine Spannbetonbrücke. Hattet ihr damals auch schon Spannbeton? Das war, glaube ich, Stahlverbund. Stahlverbund. Die Vorlandbrücken waren Stahlverbund und die Strombrücke war Stahl. Ah, okay. Ja, bei uns ist die Vorlandbrücke eine Spannbetonbrücke. Ja. Und dann die Strombrücke eben teilweise Stahlverbund und teilweise nur Stahl. Also wir pumpen mit 2 Betonpumpen haben wir im Einsatz, ja, und wollen 100 Kubikmeter pro Stunde schaffen. Also es ist, kommt aus 2 verschiedenen Lieferwerken. Einer aus Köln und einer aus Niederkassel. Und die fahren jetzt wirklich den ganzen Tag hin und her. Wie war das bei euch damals? Habt ihr Beton auch angeliefert bekommen, oder? Ja, zum Teil wurde auch der Beton hergestellt auf der Baustelle. Auf der Baustelle? Ja. Bei uns ist es jetzt so, dass wir bauen ja gleichzeitig rechtsrheinisch und linksrheinisch. Ja. Und unser Kran hier, der ist jetzt schon zum zweiten Mal auf der Seite. Also er hat hier angefangen, mit dem Stahl, ist dann abgebaut worden, auf der anderen Seite aufgebaut worden. Jetzt ist er wieder zurück, damit er hier den Pylon aufbauen kann. Und dann geht er wieder auf die andere Rheinseite. Genau. Aber das geht auch richtig schnell, der Aufbau und Abbau. Aber wir hatten praktisch auf beiden Seiten einen Ablage bei den meisten Brücken. Wir haben jedenfalls etwas anders gebaut. Wir haben erst die Entladestelle, mhm, ja, und dann auch hier das Feld gebaut, mhm, ja, und dann erst die Vorlandbrücke zurück. Oder wenn die Vorlandbrücken weiter draußen waren, die haben dann die Betonmauer alleine. Ach so, also mehr unabhängig voneinander. Das war mehr unabhängiger. Die Vorlandbrücken waren. Die haben uns weniger interessiert. Ja. Ja, das ist so wie bei uns. Wir sind ja die Betonbauer und der Stahlbau interessiert uns dann weniger. Ja. Ja. Das ist, wie du weißt, hier mein erstes großes Brückenprojekt. Und aktuell das Projekt meines Lebens bisher. Es können noch mehr Objekte kommen. Im besten Fall werden es noch mehr. Ja. Nachher, wenn man das erfolgreich macht, dann kriegt man auch weitere Lebensaufgaben, die spektakulär sind und die stolz machen.